Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ihr habt es gerade gesehen, ich bin auf dem Server gejoint und dieses Mal alleine. Grund ist, ich muss etwas erklären, man sieht es auch hier schon. Ich habe gestern Abend mit Darko noch weiter aufgenommen, nachdem Justin weg war. Und man hört es noch, dass ich total erkältet bin und ja, dazu will ich jetzt großartig nichts weiter sagen. Wir haben uns dann dazu entschlossen, ein bisschen auf Entdeckungsreise zu gehen. Sind dann in Richtung, welche ist denn das? Südwest. Wir sind in Richtung Südwest gelaufen, gefahren mit dem Boot. Haben, wie ihr hier seht, zwei Dörfer und einen Pillager-Turm gefunden. Und als sie dann wieder da waren, habe ich noch kurz hier mein Kistenlager eingebaut, wie auch immer. Und Ende vom Lied ist, als ich dann die Aufnahmen komplett beendet habe, ja, ich hatte nur die Soundspur von Darko und nicht meine. Grund ist, ich habe bei OBS alles auf den Tasten liegen, auf dem Nummernblock. Autsch. Und beim Eingeben dieser Koordinaten, ne, das war nämlich schon hier oben, habe ich mein Mikro gestummt damit automatisch, weil ich das vorher auf Nummernblock 6 hatte. Ja, Ende vom Lied. Ich hatte Aufnahmen, die nur mit Minecraft Sound und Darko seiner Stimme zu tun hatten, aber meine Stimme war nicht da. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ich werde jetzt hier noch ein kleines Video dazu aufnehmen, wo ich alleine unterwegs bin. Wir werden gleich zum Pillager Dorf gehen und das nebenbei looten. Vorher noch was zu snacken einpacken hier. Und ja, weiter. Ich habe das Plugin zum Laufen gebracht. Ich kann es euch gleich zeigen. Was machen wir denn, um euch zu zeigen, dass ich kein OP habe? Ja. Ich kann es einfach nicht machen. Kreativ. Ich habe keine Berechtigung dazu und der Elevator läuft aber trotzdem. Das liegt daran, weil ich die Permission ausgestellt habe von dem Plugin, sodass es jeder nutzen kann. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Mein Häuschen ist fertig. Es sind insgesamt 3 Folgen, die ich ja löschen durfte. Was ich richtig ärgerlich finde, weil wir da doch schon ein bisschen was gelootet haben, wie man auch in den Kisten gesehen hat und. Es ist scheiße für mich. Ich war stinksauer auf mich selber. Hab natürlich gleich im Nummernblock erstmal die Mikrostummschaltung umgestellt. Auf eine komplett andere Taste. Und ja, ich stand halt einfach komplett neben mir. Dadurch, dass ich durch, wie soll ich sagen, es ist keine Erkältung. Es ist eine Nasennebenhöhlenentzündung, die ich habe. Und jeder, der eine schon mal hatte, weiß, man hat Kopfschmerzen, der Oberkiefer tut einem weh, weil die Nasennebenhöhlen im Oberkiefer langlaufen. Nase ist komplett zu, ich kriege sehr schwer Luft dadurch, was richtig scheiße ist, vor allem wenn man dann einkaufen muss und sich diese verkackte, dreckige Maske noch aufsetzen muss. Und ja, ich will es aber jetzt nicht auf die Krankheit schieben, aber ich stand halt trotzdem neben mir. Das hat man auch mitgekriegt. Vor allem Darko und Justin haben es mitbekommen. Und ja, ich kann nicht mehr sagen, außer dass es mir leid tut. Und ja, jetzt habe ich meinen Bogen vergessen. Scheiße. Aber gut, werden wir auch so hinkriegen. Und ja, also wie gesagt, viel kann ich nicht dazu sagen.
Es sind drei Folgen, wo wir halt hier unterwegs waren, zu Fuß, auf dem Boot, haben das ein oder andere Dorf gefunden, also zwei Stück insgesamt, den Pillager-Turm auf dem Rückweg. Und ja, den Pillager-Turm haben wir noch nicht gelootet. Ich kann ja mal kurz gucken. Ja, gestorben bin ich auch nicht, aber der Darko dafür einmal. Hahaha. Tut mir leid, das muss einfach mal sein. Minus 8, 9 und 6, 5. Minus 8, 9. Das ist dann in die Richtung. Nee, stopp mal. 8, 9 und 6, 5. Hä? Ach, bin ich bescheuert. Ich muss hier unten. Pillager, minus 9, 6, 7, 2. 9, 6, 7, 2, ja, ist genau in die Richtung. Ja, es tut mir leid dafür, deswegen nehme ich jetzt die Folge hier alleine auf, wo ich euch das noch sage, wieso, weshalb, warum. Und ja, wir looten jetzt das Pillager-Turm, den Turm, das Turm, die Turm, wie auch immer. Und hoffen natürlich dabei nicht gerade zu verrecken. Wenn wir noch irgendwas unterwegs sehen, schreiben wir das natürlich in unser Buch und looten das dann mit Darko oder Justin oder mit allen beiden. Je nachdem, wer demnächst mal wieder online ist zum Aufnehmen. Aber ich denke mal, dass wir alle drei da sein werden. Und ja, Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich hätte die drei Folgen nachsynchronisieren können. Allerdings wäre das, wie soll ich sagen, da ist er schon. Das hätte sich scheiße angehört. Und das ist mir dann für meine Verhältnisse, da ich ja hier, wie man es mitkriegt, One-Take-Aufnahmen mache, zu viel des Guten. Oh, du stirbst als erstes. So. Bitte nicht ich sterben hier. Du Arschloch. So. Da oben bimmelt noch einer rum. Mal gucken, hier drin ist keiner mehr. Ich muss ganz kurz lunzen, ob hier noch irgendwo einer rumrennt. Weil wir haben die gestern in die Richtung gejagt, beziehungsweise gelockt, der Darko, weil sie auf ihn fixiert waren. Aber da geht's hoch. Hallo? Oh Leute, da kommen noch welche. Ah ja, es ist nicht viel drinne. Wir nehmen trotzdem alles mit. Und die Banner holen wir uns dann auch noch. Die können wir sogar jetzt schon abbauen und dann einsammeln. Da kommen immer mehr Pillager. Läuft. Noch ein paar gratis XP. So. So. Genau, ausleuchten, ne? Ich weiß, bei den Pillagern bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob die nachspawnen. So, das war der, der auf jeden Fall sterben musste. Und sammeln wir mal schnell die Banner ein. Sag mal. Oh, wie viele sind denn hier noch?
Da ist noch einer. Oh, der hat irgendwie einen verzaubert. Ne? Noch einer. Hä, wie oft spawnen die denn bitte schön nach? So, ich hoffe, jetzt herrscht hier Ruhe. Hä? So, jetzt müsste aber mal Ruhe herrschen hier. Da ist noch einer. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob die nachspawnen, auch wenn das Ding komplett geklärt ist. Oder nicht. Das ist der nächste. Weil ich bin mir da noch ganz unsicher, zumal ich jetzt irgendeinen Effekt habe. Bad Omen. Da ist der nächste. Oder liegt das jetzt an dem Effekt, dass die immer wieder auftauchen? Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Ich bin nämlich jetzt zu voll zum Nachlesen. Leck mich doch, das sind doch drei neue. Egal, wir haben das Ding geklärt. Zu den Villager-Dörfern. Da werden wir uns natürlich eine Minecart-Strecke unterirdisch hinbauen. Wenn wir das überhaupt hinkriegen. Und das werde ich als Timelapse-Video wieder in ein normales Video reinpacken. So wie bei den letzten Videos. Weil ich glaube, keiner will sehen, wie wir uns da unterirdisch dahin graben. Und ja, weil wir, bis wir uns eine eigene Villager-Farm bauen können, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Das ist nämlich aktuell Folge 12, eigentlich wäre es Folge 16, normalerweise. Aber da kam mir dann das Missgeschick dazwischen. Ja. Genau. Gibt es sonst noch was zu sagen? Eigentlich nicht. Da werden wir uns jetzt zurückbegeben in unser Häuschen. Gucken, ob wir noch irgendwie das Kistenlager einräumen oder so. Kelp muss ich auch mal wieder farmen. Ich habe kaum Essen. Ne? Und unsere Felder sind ja noch Kinderkacke, wortwörtlich. Aber da ich den Pillager-Turm geklärt habe, trage ich den hier aus, weil da passiert ja eh nichts mehr. Ansonsten, wenn ihr hier unter Wasser irgendwas seht, so strukturentechnisch, die haben wir natürlich auch schon auf dem Weg gelootet. Haben auch eine Schatzkiste gefunden, deswegen habe ich in meiner Kiste ein Herz des Meeres. Und ja, also es ist nichts wirklich Spannendes passiert, außer dass wir Dörfer gelootet haben, ein Schiffswrack, wenn mich nicht alles täuscht, ein paar, ja moin, ein paar Unterwassersachen und jetzt halt hier das Teil. Das gucken wir uns auch nochmal ganz kurz an. Ich weiß nicht, ob Darko hier schon war. Nee. Ganz kurz Luft. Oh, die haben wir zum Beispiel noch gar nicht. Da haben wir doch gleich noch was zum Looten, ne? Und hoch. Wir sind im Südwesten. Und wir müssen nach Nordosten. Nordosten. Wir fahren mal hier um die Insel rum.
Ach, hier sind wir sogar schon zu Hause. Haben wir es ja gleich mal richtig gut getroffen. Ja, ich muss mich auch für meine Stimme und die ganzen Nebengeräusche entschuldigen, aber es geht einfach nicht anders. Wenn man krank ist, dann ja, passiert sowas halt. So, und jetzt ab nach Norden. Ach, komm schon, hau ab, Skeletti. Alter, lasst mich doch in Ruhe. Ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube, das ist das, was Darko schon hatte. In der zweiten oder dritten, keine Ahnung, der wievielten Folge das war, da hat er ja auch schon ein Schiffswrack gefunden. Und ich glaube, das ist die, genau dieses. Also jetzt nicht das Schiffswrack, aber der Schatz, ja. So, schmeiß mal die Karte da rein. Ja, und noch was zu futtern, das snacken wir uns. Lasst mich doch in Ruhe. Ja, da sind wir wieder zu Hause. Kisten habe ich hier noch nicht einsortiert. Das habe ich jetzt alles noch hier drin, ne? Ja, die Banner verteile ich dann das nächste Mal. Und jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen Platz schaffen. So. Und ja, das war's auch schon mit dieser kleinen Infofolge. Das Ding habe ich, ja, da muss ich mal schauen, wie man das craftet. Das habe ich aus dem Dorf mitgenommen. Könnt ihr hier mal ganz kurz reingucken. Es ist nicht wirklich viel, was wir mal gefunden haben. Das ist das Herz des Meeres. Hier sind ein paar Glocken. Ansonsten, ja. Eins habe ich gemobst, eins habe ich gecraftet, aber ich weiß immer noch nicht, wie man den Furnace craftet, deswegen, ja. Da war es das auch erstmal mit dem Infovideo und wir sehen uns dann zur nächsten offiziellen Aufnahme mit Darko und Justin oder nur Darko oder nur Justin. Und ja, bis dahin, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.